Bonjour, bonjour à tous. Guten Morgen an alle. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne euch. Nous sommes là au rendez-vous quotidien, mais qui a changé d'heure aujourd'hui. Wir sind zu unserem gewöhnlichen Begegnung heute, die aber die Uhrzeit ein bisschen geändert hat. Merci de nous suivre dans nos maisons et partout où vous êtes. Danke, dass ihr uns zuhört in eure Häuser, Wohnungen und überall, wo ihr gerade seid. Et ne manquez pas à partager les liens et surtout vous abonner aussi. Und bitte teilt diesen Link weiter und vor allem abonniert euch. Merci pour votre fidélité. Danke für eure Treue. Nous allons prier pour commencer notre programme de ce matin. Wir werden jetzt gemeinsam beten, um unser Programm heute Morgen zu starten. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Herr, wir danken dir für deine Liebe. Merci pour ta fidélité. Danke für deine Treue. Merci pour ta grâce. Danke für deine Gnade. Ce matin, tu as résolu de nous donner le souffle de vie. Heute Morgen hast du wirklich dich entschieden, uns erneut den Hauch des Lebens zu Ce que nous schenken, n'avons pas mérité de nous-mêmes. was wir nicht verdient haben, Mais c'est un don qui vient de toi. sondern allein von deiner Gnade stammt. Voilà pourquoi nous te disons merci. Daher sagen wir dir Danke. Nous te laissons ce moment de partage. Wir überlassen dir diese Zeit des Wortes. Nous prions que le ciel nous communique quelque chose de nouveau. Wir beten, damit der Himmel uns etwas Neues vermittelt. Et toute personne qui suivra cette parole Und jede Person, die dieses Wort zuhören wird, reçoit la vie. Das Leben bekommt. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Merci encore d'être là avec vous. Danke nochmal, dass ihr mit uns heute da seid. Ce matin, nous allons parler un thème que nous sommes tentés d'enseigner à l'Église. Heute Morgen werden wir über ein Thema sprechen, worüber wir in der Gemeinde lehren. La contribution d'un chrétien pour le ciel. Die Teilnahme eines Christen für den Himmel. En fait, le grand thème, c'est l'évangélisation. Also das große Thema ist die Evangelisation. Alors, aujourd'hui, je vais tirer dans ce gros thème, dans ce grand thème, le sous-titre La contribution des chrétiens pour le ciel. Und heute gebe ich einfach als Untertitel der Beitrag eines Christen für den Himmel. Nous allons lire dans Marc le chapitre 16, le verset 15. Wir werden in Markus Kapitel 16, Kapitel 15. Markus, chapitre 16, le verset 15. Ok, Markus, chapitre 16, verset 15. C'est ça notre texte de base que nous allons lire. Das ist unser Basistext, den wir lesen werden. Et puis nous avons le deuxième texte, c'est Luc, chapitre 15, verset 7. Und der zweite Text ist im Lukas 15, verset 7. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu vor. Marc, chapitre 16, verset 15. Markus, Kapitel 16, Vers 15. La Bible dit. Die Bibel sagt. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der segne sein Wort. Markus, Kapitel 16, Vers 15. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Voilà. Ça, c'est le message de Christ après la résurrection. Das ist die Botschaft von Christus nach der Auferstehung. Après la résurrection, nach der Auferstehung, Jésus a vaincu le diable et il a reçu ce que j'appelle le plein pouvoir sur la création, qui était sous la domination de l'ennemi. Hatte Jesus die Macht bekommen und auch den Sieg über den Teufel, über den Feind gehabt und über seine Regierung auch, was ich einfach sagte, ja, die volle Macht des Teufels. C'est là où maintenant il confiait la mission à ses disciples
pour délivrer le peuple ou pour délivrer le monde qui était sous la domination de Satan. Und da bekam er einfach diese Macht über den Feind oder über die Welt oder die über die Welt, die unter der Domination des Teufels, des Satan war, einfach zu herrschen. Cette mission consistait à prêcher la bonne nouvelle. Und diese Missionsauftrag hatte einfach das Ziel, die frohe Botschaft zu verkündigen. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Er sagte den Jüngern, geht hin in alle Welt und predigt die frohe Botschaft zu der ganzen Kreatur. Ici, le Seigneur n'a pas dit, allez implanter les églises dans tout, sur toute la terre. Hier sagte nicht Jesus, geht hin und gründet Gemeinden auf die ganze Erde. Mais ici parle de la prédication à toute la création. Aber hier spricht über Predigen an die ganze, alle Kreaturen. Cela veut dire quoi? Il est tenté de former l'église qui va être enlevée. Allez-y former l'église qui va être enlevée. Was heißt das denn? Der ist dabei, die Gemeinde auszubilden, die entrückt werden wird. Voilà pourquoi notre thème est sous-titré la contribution d'un chrétien pour le ciel. Daher hat unser Thema dieser Untertitel der Beitrag eines Christen für den Himmel. Contribution, c'est l'action de contribuer. Also beitragen ist einfach die Handlung, an etwas teilzunehmen. Tandis que quand on veut parler de l'évangélisation, c'est l'action de prêcher la bonne nouvelle. Aber wenn man von evangelisieren spricht, ist es einfach die Handlung, die frohe Botschaft zu verkündigen. En quelque sorte, se faire connaître à toute la terre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Also, das heißt einfach, der ganze Erde die guten Werke von Jesus Christus bekannt zu machen. Bien-aimé de Dieu, geliebte Gottes, l'évangélisation, die Evangelisation, c'est le seul moyen qui peut permettre que les gens soient sauvés. Ist der einzige Mittel, der möglich machen kann, dass Menschen errettet werden. Le don est pour l'édification du corps. Die Gaben sind dann einfach für die Erbauung des Leibes. Le bienfaisance contribue pour l'avancement du royaume des cieux. Die guten Taten dienen zum Beitrag für den Himmelsreich. Tandis que l'évangélisation contribue au ciel. Aber evangelisieren trägt direkt zum Himmel bei. Je vais m'expliquer. Ich erkläre das. Quand nous parlons de bienfaisance, wenn wir sprechen über gute Taten, même les gens qui ne croient pas au Seigneur peuvent le faire. Können das auch, sogar Heiden, diejenigen, die nicht an dem Herrn glauben, es auch tun. Aider le veuve, also Witwen helfen, soutenir les pauvres, die Armen zu unterstützen. Mais ils ne peuvent jamais apporter le salut. Aber sie können niemals das Heil verkündigen. Cela ne veut pas dire que je suis contre ce bienfaisant. Das heißt aber nicht, dass wir gegen die guten Werke sind. La Bible nous demande de le faire. Die Bibel sagt uns, dass wir dies auch tun sollen. Mais tandis que celui qui évangélise, qui annonce la bonne nouvelle, aber derjenige, der evangelisiert, die frohe Botschaft verkündigt, il contribue directement pour le ciel. Dann trägt direkt für den Himmelsreich bei. La Bible dit dans Luc le chapitre 15 le verset 7. Die Bibel sagt in Lukas 15 vers 7. De même je vous l'ai dit, il y aura plus de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. C'est le seul verset qui dit dans la Bible
qui aura la fête, qui aura la joie dans le ciel lorsque un pécheur se repent. Es ist der einzige Vers, der von Freude im Himmel berichtet und vor allem, wenn ein Sünder Buße tut. Lorsqu'un aveugle ne voit pas le miracle, il n'y aura pas une fête au ciel. Wenn ein Blinder wieder sehen kann, das heißt durch ein Wunder, dann gibt es keine Freude im Himmel. Lorsqu'un paralytique marche, il n'y aura pas le fête au ciel. C'est normal, parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié. Wenn ein Gelähmter anfängt zu laufen, gibt es keine Freude im Himmel, denn das ist normal. Es hieß doch, das sind die Zeichen und Wunder, die begleiten werden, diejenigen, die an Christus glauben werden. Mais tandis que lorsqu'un pécheur croit la parole de Dieu, se répand, il y aura la joie dans le ciel. Aber sobald ein Sünder glaubt an das Wort Gottes und Buße tut, dann gibt es Freude im Himmel. Et quand l'Église ne parle pas du Seigneur au monde ou au péché, il n'accomplit pas la mission que le Seigneur attend de lui. Und wenn die Gemeinde nicht ihren Missionsauftrag erfüllt, indem es Menschen wirklich die frohe Botschaft verkündigt, wirklich das Zurückkommen des Herrn, der Welt verkündigt, dann gibt es keine Freude im Himmel. Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. Gott wünscht sich nicht den Tod eines Sündigen. Dieu a de l'amour ainsi que ses anges en ce qui concerne le péché. Gott hat die Liebe als auch wirklich die Freude, wenn es eine Bekehrung eines Sündigen gibt. Parce qu'il ne veut pas qu'il périsse. Denn er will nicht, dass sie sterben. Alors, lorsqu'un pécheur se repent, also wenn ein Christ sich Buße tut, il y a la joie dans le ciel. Dann gibt es Freude im Himmel. Cela veut dire quoi? Was bedeutet das? Notre mission principale, unser Hauptauftrag, c'est de prêcher la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Ist die frohe Botschaft denjenigen zu verkünden, die noch nicht an den Herrn geglaubt haben. Le Seigneur ne dit pas qu'il n'a pas la joie en ce qui concerne ceux qui ont déjà le Seigneur ou le juste. Der Herr sagt nicht, dass es keine Freude gibt für diejenigen, die noch nicht den Herrn haben oder dem Gerechten. Le Seigneur n'a plus besoin de juger le juste comme nous on le fait. Der Herr braucht nicht mehr die Gerechten zu urteilen, wie wir es gewöhnlich machen. Parce que ceux qui sont justifiés, ils n'ont plus besoin de la repentance. Denn diejenigen, die gerechtfertigt wurden, brauchen keine Buße mehr. Mais tandis que ceux qui n'ont pas encore crié, qui sont dans les péchés, c'est eux qui ont besoin de la repentance, afin de croire au Seigneur pour être justifiés. Aber diejenigen, die noch nicht den Herrn kennen, sind diejenigen, die Buße tun sollen, die sich bekehren sollen, damit sie auch gerechtfertigt werden durch Donc den Herrn. Toi, tu restes là pour condamner ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Il faut comprendre que tu ne fais pas la joie de Dieu. Und du bleibst da, um einfach diejenigen zu urteilen, die noch nicht an den Herrn geglaubt haben. Du musst aber wissen, dass du da nicht die Freude des Herrn tust. Oh, la chose à faire, c'est d'intercéder pour ceux qui n'ont pas encore le Seigneur, ceux qui sont dans le maraboutisme, ceux qui sont dans leur tradition, ceux qui sont dans le monde, afin qu'ils croient au Seigneur. Jedoch sollte deine Haltung so sein, dass du einfach Fürbitte leitest für diejenigen, die noch nicht an den Herrn geglaubt haben, die jetzt noch in okkulten Sachen sind, die bei Mahabud gehen, die einfach zu Magier gehen, die einfach das nicht tun, was Gerechte tun. Bien-aimé, la seule possibilité d'affaiblir le diable, c'est l'évangélisation. Geliebte, der einzige Mittel, den Teufel einfach zu entmächtigen, ist einfach evangelisieren. Tu n'affaiblis pas le diable avec tes prières de combat. Que j'envoie le feu au diable, tu ne l'affaiblis jamais pour ça. Du entmächtigst nicht den Teufel mit deinem Kriegsgebete, wenn du sagst, ja, ich sende dir Feuer, ich mache das und das. Somit entmächtigst du nicht den Teufel. Mais la seule possibilité ou le seul moyen qu'on peut utiliser pour affaiblir le diable, c'est l'évangélisation.
Aber der einzige Mittel oder der richtige Mittel, um dem Teufel alle Macht wegzunehmen, ist einfach durch Evangelisierung. Parce qu'un homme qui est sauvé, c'est au fait de peupler le diable et surpeupler le ciel. Denn eine Seele, die errettet ist, heißt es, die Hölle zu entleeren, um einfach den Himmel zu füllen. Cela veut dire, si le diable avait 10,000 agents dans cette ville-là, et que toi tu pars évangéliser, tu as gagné une âme. Cela veut dire, tu as rendu le diable minus, moins. Donc tu l'as affaibli en ce qui concerne le nombre ainsi que la force. Parce que cette âme qui était l'agent du diable était là aussi pour multiplier. Mais lorsque tu évangélises, tu affaiblis le diable à travers cette personne qui a crié au Seigneur. Das heißt, wenn es zum Beispiel eine Stadt gäbe mit 10,000 Menschen und du gehst hin und evangelisiert und eine Person bekehrt sich, dann heißt es, der Teufel hat dann minus eine Person. Du hast ihn ja eine Person weggenommen und diese eine Person kommt jetzt zusätzlich in den Himmel zu. Das heißt einfach minus für den Teufel und plus für den Himmel. De chaque fois qu'une personne croit au Seigneur, c'est le ciel qui augmente. Donc tu augmentes quelqu'un au ciel. Tandis que tes dîmes, tes offrandes, tes actions de grâce n'augmentent rien au ciel. Das heißt, jedes Mal, wo eine Person zum Glauben kommt, ist es eine Person, die zusätzlich zum Himmelsreich hinzugefügt wird. Deine Zehntel, deine Opfergaben, deine guten Werke fügen nichts zum Himmel zu. Cela contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Oui. Ja, das trägt zum einen Beitrag für den Himmelreich. Das stimmt. Mais c'est le seul cadeau que nous pouvons offrir à Dieu dans notre vie qui peut contribuer ou qui peut augmenter quelque chose au ciel. Ce n'est que le salut d'une âme. Aber der einzige Das einzige Geschenk, das wir Gott wirklich geben können, was wirklich spürbar, wirklich etwas in den Himmel hinzufügt, ist einfach nur die Errettung einer Seele. Le fait que tu ne parles pas de Dieu à ceux qui n'ont pas cru, il faut comprendre que tu ne fais pas la joie de Dieu. Wenn du nicht von Gott redest an diejenigen, die nicht geglaubt haben, dann musst du wissen einfach, dass du die Freude Gottes nicht magst. L'évangélisation, c'est un ordre du Seigneur qu'il a donné à l'Église. Evangelisieren ist ein Befehl, den dem Herrn die Gemeinden gegeben hat. Ou à ses disciples. Oder beziehungsweise an seine Jünger. Le Seigneur ne s'est pas limité seulement à appeler et donner l'ordre ou envoyer, mais il travaille ensemble avec ses ouvriers. Der Herr hat es einfach nicht dabei gelassen, Menschen zu berufen, das zu tun, sondern er arbeitet mit denen zusammen, mit seinen Handwerkern, mit seinen Jüngern zusammen. Donc quand le Seigneur a appelé ses disciples dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, leur donna l'ordre d'aller prêcher l'évangile, il ne les a pas laissés aller travailler seuls, mais il travaille lui-même avec et comme ouvrier aussi. Das heißt, der Herr, als er in Matthäus 28, Vers 19 bis 20, den Missionsauftrag gegeben hatte an seinen Jünger, geht hin und nein, er hat einfach nicht nur das gesagt, geht hin und sie werden dabei es alleine tun, sondern gemeinsam mit denen, er nimmt daran teil. Comment le Seigneur travaille avec ses ouvriers? Wie arbeitet denn Herr mit seinen Jüngern? Premièrement, il ouvre le cœur de ceux qui doivent écouter l'Évangile. Als erste, öffnet die Herzen derjenigen, die das Evangelium zuhören werden. C'est le Seigneur qui touche le cœur. Pour qu'une personne te donne ses oreilles, c'est le Seigneur qui touche son cœur. Das ist der Herr, der die Herzen berührt, damit eine Person wirklich dir ihr Gehör zur Verfügung stellt, ist es der Herr, der sein Herz berührt. Nous, notre travail, c'est d'aller seulement évangéliser. Unsere Arbeit ist einfach, evangelisieren zu gehen. Mais c'est le Seigneur qui touche le cœur pour que les gens écoutent. Aber es ist der Herr allein, der die Herzen berührt, damit die Menschen zuhören. Deuxièmement, c'est lui qui convainc.
Und als zweitens, er ist derjenige, der überzeugt. Actes chapitre 2, le verset 37 à 38. Apostelgeschichte, Kapitel 2, vers 37 bis Parce que quelqu'un va dire que non, je suis tenté de parler la parole de Dieu, mais les gens ne croient pas depuis là que je parle. Je ne veux même plus. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils ne croient pas. Ce n'est pas toi qui dois le ramener à croire, mais c'est le Seigneur ou le Saint-Esprit, celui qui convainc le cœur. Denn jemand könnte sagen, ah, ich mag nicht mehr über das Evangelium predigen, denn ich habe so oft gemacht und keiner kommt zum Glauben. Nein, warum soll ich denn weitermachen? Nein, du bist nicht derjenige, der überzeugt. Dein Auftrag ist einfach zu predigen und der Herr tut auch seinen Teil, einfach zu überzeugen. Acte chapitre 2, le verset 37 à 38. Apostelgeschichte 2, vers 37 bis 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. La Bible dit Pierre a prêché. Die Bibel sagt, dass Petrus gepredigt hat. Et ceux qui ont écouté l'évangile, und diejenigen, die das Evangelium zugehört haben, ils ont eu le cœur vivement touché. Hatten die, ja, das Herz wirklich sehr berührt. Cela veut dire le Seigneur a disposé leur cœur. Das heißt, dass der Herr ihre Herzen berührt hat. Il y a les gens qui sont déjà disposés. Es gibt Menschen, die wirklich schon Herzen haben, die vorbereitet sind. Ils attendent seulement ceux qui vont venir leur annoncer la bonne nouvelle. Sie warten nur auf denjenigen, die kommen werden, um denen das, die frohe Botschaft zu verkünden. Parce que le Seigneur a déjà disposé leur cœur. Weil der Herr ihre Herzen schon vorbereitet hat. Donc cela veut dire, was heißt das denn? Notre devoir, c'est d'aller d'abord annoncer. Dass unsere Aufgabe wirklich nur daran besteht, hinzugehen und zu verkündigen. Le Seigneur, lui, va convaincre le cœur. Und der Herr ist derjenige, der die Herzen überzeugen wird. C'est comme ça qu'ils ont demandé après avoir écouté la parole de Dieu. Und so hatten sie gefragt, nachdem sie das Wort Gottes zugehört que hatten. Ferons-nous? Was sollen wir denn tun? Nous avons écouté. Wir haben zugehört. Que ferons-nous? Was sollen wir jetzt tun? Toi qui écoutes l'évangile, du, der das Evangelium zuhört, ne considère pas ça d'habitude, comme d'habitude. Du sollst nicht einfach so wahrnehmen, als wäre eine gewohnte Sache. Parce que la bonne nouvelle, c'est le moyen que le Seigneur a disposé pour toi afin de t'amener vers lui. Denn die frohe Botschaft ist der Mittel, den der Herr für dich zur Verfügung gestellt hat, um dich zu ihm anzuziehen. Donc, en ce qui concerne la conviction, c'est l'œuvre de Dieu ou c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Also, was wirklich die Überzeugung angeht, ist es wirklich das Werk Gottes oder des Heiligen Geistes. Et troisièmement, und drittens, c'est lui qui sauve. Der ist derjenige, der errettet. Donc, lorsque nous prêchons l'évangile, das heißt, wenn wir das Evangelium predigen, c'est le Seigneur qui apporte le salut. Das ist der Herr, der das Heil bringt. Donc, il faut cesser ce discours de dire que non, j'ai prêché, il y a 10 personnes qui ont été sauvées par mon évangile. Ce n'est pas toi qui les as sauvées, mais c'est le Seigneur. Also musst du dann aufhören zu erzählen, ja, ich habe gepredigt und 10 Personen haben sich bekehrt durch mein Evangelium. Nein, du bist nicht derjenige, der bekehrt, sondern der Herr selbst. Il y a les gens aussi qui disent que non, regarde, il y a tellement des églises, il y a tellement des pasteurs, je ne vois même pas pourquoi je dois aller prêcher l'évangile. Und manche andere sagen, nein, es gibt so viele Gemeinden, so viele Pastoren. Warum soll ich überhaupt noch das Evangelium predigen gehen? Je vais te dire que l'évangélisation, c'est un domaine qui n'est pas encore pollué ou saturé.
Ich möchte dir aber heute sagen, dass Evangelisation ist ein Bereich, das noch nicht überfüllt ist. Parce que Jésus-Christ a confirmé cela. Denn Jesus Christus hatte dies bestätigt. En disant que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Indem er sagte, die Ernte ist groß, aber es gibt wenig Arbeiter. Cela veut dire que le Seigneur en a besoin encore. Il a dit que priez afin que le maître de la moisson envoie encore des ouvriers. Und daher hatte er gesagt, betet, damit der Meister der Ernte wirklich Arbeiter schickt. Parce que, weil, si nous faisons vraiment les statistiques, denn wenn wir wirklich Statistiken machen, tu verras que ceux qui n'ont pas encore été sauvés sont plus nombreux que ceux qui sont sauvés. Werden wir feststellen, dass diejenigen, die noch nicht errettet sind, viel mehr sind als diejenigen, die bereits errettet sind. Alors pourquoi tu vas dire que non, l'évangélisation ou l'œuvre de Dieu est saturée? Also warum willst du dann sagen, dass die Evangelisation oder das Werk Gottes ist einfach schon überfüllt? Qui sont les ouvriers de Dieu ou ses collaborateurs? Wer sind denn die Arbeiter oder die Partner Gottes? Qui sont ces ouvriers? Wer sind denn die Arbeiter? C'est l'Église. Das ist die Gemeinde. C'est les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Es sind die Christen, die den Heiligen Geist bei sich tragen. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Petrus Kapitel 2, Vers 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Christ, quand il donnait l'ordre de l'évangélisation, il n'a pas donné ça aux apôtres, mais il a donné aux disciples. Christus, als er diesen Missionsauftrag der Evangelisation gab, gab er das nicht zu Aposteln, sondern zu Jüngern. Oui, on va dire que c'est eux les apôtres, oui, mais Christ les appelait à ce moment, ils avaient pas encore ce qu'on appelle le fonction apostolique, parce qu'ils devaient d'abord recevoir le Saint-Esprit. Ja, wir können sagen, dass die Jünger tatsächlich die Apostel später wurden, aber zu jenem Zeitpunkt, wo sie berufen wurden zu evangelisieren, hatten sie noch nicht diese apostolischen Einweihung bekommen. Mais il a donné à ses disciples. Sondern er gab diesen Auftrag seinen Jüngern. Et qui est disciple? Und wer ist denn ein Jünger? C'est celui qui fait la volonté du maître. Das ist derjenige, der den Willen des Meisters tut. Or, tous les chrétiens, ils sont d'abord des disciples du Seigneur. Aber alle Christen sind erstmal die Jünger Gottes. Et voilà pourquoi le Seigneur les a dit, allez-y faire toutes les nations mes disciples. Daher hatte er gesagt, geht hin und macht aus allen Nationen meine Jünger. Cela veut dire, c'est ceux-là qui vont encore accomplir à leur place la volonté du maître. Das heißt, es sind diejenigen, die zu deren Stelle den Wille des Herrn tun werden. De l'évangélisation pour se donner à toute personne qui a cru au Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Das heißt, evangelisieren ist einfach einen Missionsauftrag, den alle, die an dem Herrn als Herr und Retter geglaubt haben, erfüllen sollen. Mais ici la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Aber hier sagt die Bibel, dass wir sind eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Dans l'Ancien Testament, il y avait seulement la famille de Lévi. Hein? Cela veut dire le souverain sacrificateur Aaron ainsi que ses fils, sa descendance, qui étaient dans le service sacerdotal. Im Alten Testament gab es nur wirklich
die Leviten, wie auch die Nachkommen von Aaron, die in der Priesterschaft dienen durften. Et voilà pourquoi ce sacerdoce était appelé le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Und daher war diese Priesterschaft genannt, ja, eine Priesterschaft nach dem nach dem Stamm Aarons. Mais lorsque Christ est venu, aber als Christus kam, il a pris le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Nahm er einfach die Priesterschaft nach dem Nachkommen von Melchisedec. Et à travers le Saint-Esprit, und durch den Heiligen Geist, il a fait de nous un royaume de prêtres. Hat er aus uns ein Königreich von Priester gemacht. Cela veut dire que ce service sacerdotal n'est plus donné seulement aux prêtres, mais à tout croyant. Tout croyant est devenu sacrificateur. Das heißt, durch den Heiligen Geist ist diese Priesterschaft nicht mehr nur für die Leviten, sondern für alle Gläubigen. Il nous appelle une race élie. Er nennt uns ein auserwähltes Volk. Toi qui me suis, du, der mir zuhört, tu n'as pas cru au Seigneur par hasard. Du bist nicht zum Glauben gekommen, einfach aus Zufall. Mais tu es dans la race de Zélie. Sondern du gehörst jetzt einfach das auserwählte Geschlecht zu. Il dit un peuple à qui, enfin que vous annoncez. Und er sagt, ihr habt geglaubt, damit ihr verkündigt. Un peuple à qui, par qui, par le Seigneur. Ein Volk, das von wem gewonnen wurde, durch den Herrn. À qui par le sang de Christ. Durch das Blut Christi gewonnen wurde. Mais dans le but d'annoncer le vertu ou la bonne nouvelle du Seigneur. Mit dem Ziel, die frohe Botschaft des Herrn zu verkündigen. Dans le grand but de Dieu pour l'Église, pour chacun de nous qui nous a sauvés, c'est pour annoncer ce vertu. Das heißt, der Hauptauftrag für die Gemeinde und auch für den Herrn ist einfach, die ganze Welt zu verkündigen, die frohe Botschaft des Herrn. Le Seigneur nous a délivrés de ténèbres. Cela veut dire, nous étions esclaves du diable. Il nous a fait passer dans son royaume de la lumière, afin que nous annoncions la bonne nouvelle. Der Herr hat uns von der Finsternis rausgeholt und ins Licht gebracht, damit wir von seinem Königreich erzählen und die frohe Botschaft den Menschen verkündigen. Donc les chrétiens, mis à part du monde par le Seigneur, non pas seulement pour appartenir à lui, mais aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Das heißt, der Christ ist ausgesondert, nicht für sich selbst, sondern um die frohe Botschaft der ganzen Welt zu verkündigen. Pour proclamer le salut de Dieu. Um einfach das Heil Gottes zu proklamieren. Et de lui rendre témoignage. Und ihm Zeugnis zu geben. Bien-aimé de Dieu. Geliebte Gottes. Le but principal de l'Église. Das Hauptziel der Gemeinde. Ce n'est pas au fait de rendre les gens de riches. Ist nicht wirklich Menschen reich zu machen. Ce n'est pas seulement le miracle. Ist nicht nur Wunder zu tun. Ce n'est pas seulement de former des pasteurs. Ist nicht nur Pastoren auszubilden. Mais c'est d'abord de faire toutes les nations de disciples du Seigneur. Sondern als allererster Auftrag, der Hauptauftrag ist einfach, aus allen Menschen Jünger Jesus zu machen. Tu verras que l'Église primitive, du wirst feststellen, dass die Erstgemeinde, tandis qu'ils étaient persécutés, als sie verfolgt waren, la Bible dit, là où ils partaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Die Bibel sagt, da wo sie hingingen, predigten sie die frohe Botschaft. À tel point que la persécution est devenue encore un moyen pour le salut des autres. So dass die Verfolgung wirklich für sie auch ein Mittel für die Errettung anderer wurde. Quand tu lis ça dans Actes chapitre 8, le verset 4 à 8, tu verras ça. Wenn man das in Apostel Kapitel 8, Vers 4 bis 8 liest, sieht man das. Donc, à maintes fois qu'on persécutait l'Église,
Also jedes Mal, wo man die Erstgemeinde verfolgte, c'est comme ça que là où ils partaient, ils annonçaient encore la bonne nouvelle. So vous brachte es dazu, dass überall, wo sie hinkamen, predigten sie das Wort Gottes. Je suis à la fin de mon message. Ich bin am Ende meiner Predigt gekommen. Est-ce que tu as aussi la compassion de ceux qui sont encore dans les ténèbres? Hast du auch dieses Mitleid für diejenigen, die noch in Finsternis sind? Ou toi, tu passes seulement ton temps à les lapider? Oder verbringst du nur deine Zeit, damit sie zu steinigen? Le Seigneur n'aime pas la pédophilie. Der Herr liebt keine Pädophilie. Mais le Seigneur aime le pédé. Aber der Herr liebt derjenige, der diese Pädophilie macht. Donc si quelqu'un abandonne ses pratiques homosexuelles, das heißt, wenn diese Person dieses Akt aufgibt. Il faut comprendre que pour le Seigneur, ça sera la fête au ciel. Dann muss man verstehen, dass für den Herrn wird das eine Freude im Himmel sein. Si quelqu'un abandonne la franc-maçonnerie, wenn jemand mit Homosexualität oder Freimaurerei aufhört, il faut comprendre que ça sera la fête au ciel. Sollen wir verstehen, dass es Freude im Himmel geben wird. Si un marabout abandonne ses pratiques magiques, wenn eine okkulte Person ihre magische Praktiken aufhört, les anges vont fêter au ciel. Werden die Engel im Himmel feiern. Le bien-aimé de Dieu, geliebte Gottes, si nous voulons affaiblir le diable, wenn wir den Teufel einfach entmächtigen wollen, nous devons le dépeupler. Dann müssen wir seinen Kampf einfach leer machen. Merci beaucoup pour votre attention. Danke sehr für eure Aufmerksamkeit. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne euch. Bye. Tschüss.